San Franciscos Straßenbahnlinie F kann auf eine lange Entstehungsgeschichte zurückblicken. Zunächst sollten alle 5 Straßenbahnlinien auf der Market Street in den Untergrund verlegt werden. Dann stellte man fest, dass vielleicht doch eine ebenerdige Straßenbahnlinie wichtig wäre. Zudem gab es Vorschläge für einen Verkehr mit historischen Trambahnen. Zu diesem Zeitpunkt in den 70er Jahren liefen noch PCC-Wagen in San Francisco. Diese wurden aber 1982 abgestellt, als die Market Street U-Bahn eröffnet wurde. Erste historische Fahrten begannen 1981, doch erst 1995 wurde der erste Abschnitt der F-Line zwischen Castro und der Ferry Terminal in Betrieb genommen. Das starke Erdbeben von 1989 zerstörte den hässlichen Freeway an der Embarcadero und machte den Weg frei für eine bemerkenswerte Stadtentwicklung und die im Jahr 2000 eröffnete Verlängerung der F-Line nach Fisherman's Wharf. An der Market Street Ecke Powell kann auf die berühmten Cable Cars der Hyde- und Mason-Linien umgestiegen werden. Während die berühmten Cable Cars vor allem von Touristen bevölkert werden, sitzen in den alten Straßenbahnen auch viele Einheimische. Am lebhaften Union Square vorbei geht es zum Knob Hill steil bergauf. Bis auf 3 Zweirichtungsfahrzeuge, die aus San Francisco stammen, sind die anderen PCC-Wagen von der SEPTA in Philadelphia übernommen worden. Für den Einsatz auf der F-Line wurde jeder Wagen in den Farben einer Straßenbahngesellschaft von amerikanischen Städten lackiert. Damit setzt die F-Line von San Francisco auch ein Denkmal für die in anderen Städten der USA verschwundenen Straßenbahnen. Jeden Tag verkehren hier in der Zusammenarbeit von Muni, dem Municipal Railway von San Francisco und dem gemeinnützigen Verein Market Street Railway bis zu 20 verschiedene Straßenbahnen. Vor allen Dingen PCC-Wagen und Peter Witt Cars aus Mailand. Dieser Film zeigt die schönsten Abschnitte zwischen der Embarcadero und Castro.